Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Notruf 112, die Feuerwehrsimulation. Schön, dass du wieder dabei bist. Und ja, ich weiß, dass wir viele, viele, viele junge und ältere Menschen haben, die im Einsatz ihr Leben riskieren, um anderen Menschen zu helfen bei der Feuerwehr. Aber nicht nur das, sehr viele von uns sind auch, und ihr habt es gerade schon im rechten Augenwinkel gesehen, beim THW. Wir werden heute mal mit dem wunderschönen THW-Skin spielen von The Last Line, zu finden im Steam-Workshop. Link packe ich euch, wenn ich es nicht vergesse, was ich eigentlich zuverlässig immer tue, packe ich euch den in die Videobeschreibung. Ich dachte, wir schauen uns den mal kurz an, bis der erste Einsatz kommt. THW 1, 2, 3, 4, 5, ich glaube 4, 5, 6, 7, 8, ach so, die Nummernschilder. Ja, sieht also vom optischen wunderbar aus. Auch hier wieder das Kinetic-Logo drauf, sehr schön. Wir gucken mal kurz rein. Innen drin wird sich wahrscheinlich nichts verändert haben. Das sind einfach nur die Skins. Das ist mein erster Versuch mit Skins. Und da ich ja noch niemals weiß, was normalerweise in diesem Auto drin ist, kann ich das noch gar nicht mal sagen. Aber ihr könnt das natürlich beurteilen. Ihr seid ja da. Und das wissen ja die meisten sowieso viel schlauer als ich. Bis auf die eine Tatsache, das mit den Rolltoren, das müsst ihr halt noch lernen. Ich meine, ein schönes Argument, warum... Oh, es geht schon los. Ein schönes Argument, warum die Rolltore auch ruhig auf sein können, wenn man zum Einsatz fährt, ist übrigens, naja, wenn die Gegenstände darin nicht irgendwie festgemacht wären, ja, dann würden die auch jedes Mal rausfallen, wenn man das Rolltor am Einsatzort aufmacht, weil die sich ja auf der Fahrt dann ohnehin auch lösen würden und vor das Tor knallen und so. Das Tor hält die Gegenstände ja nicht fest. Wir machen mal wieder Leiterangriffstrupp. Achtung, Hilfeleistung. Bildspur. Einsatz für LF24. So, wir sind allein unterwegs mit LF24, beziehungsweise jetzt ist es kein LF24, sondern ein THW irgendwas. Und die Entwickler haben übrigens mein Flehen geflissentlich erhört und haben die Einsatzrutschen aufgemacht, sodass man da also entsprechend auch runterrutschen kann. Wenn der Einsatz startet, so sollte es ja auch, glaube ich, eigentlich sein. So, THW im Einsatz. Wie gesagt, das ist jetzt nur ein Reskin. Ansonsten funktioniert das Ganze wie vor. Es wäre natürlich schön, wenn man auch dann funktionell dran arbeiten könnte, aber das geht nicht. Leitstelle hier, Einsatzstelle. Wir sind auf dem Weg zum Einsatzort. Verstanden, Ende. Ich muss mir nochmal überlegen, ob ich das nicht hier... Hätte ich das nochmal beim Train Simulator gemacht? Verstanden, Ende. Übrigens wurde gefragt, Train Simulator, machst du nochmal weiter? Ja, ich würde aber nicht den Train Simulator World weiterspielen, sondern den normalen Train Simulator, weil... Dass wir da mal so ein paar Mods auch mal testen, beziehungsweise Add-ons, die ja so schweineteuer sind, und bevor ihr dafür das Geld aus dem Fenster, beziehungsweise bevor ihr da rein investiert, auch sehen könnt, ob das was für euch ist, würde ich vorschlagen. Und da muss ich dann nochmal mit den Jungs von Dovetail mal ein paar Wörtchen reden, weil ich gerne euch da sehr viel zeigen würde, und das ist bei den hohen Kosten von diesen Contents natürlich ein bisschen schwierig. Mal schauen. So. Was mir übrigens auffällt, seit wir zuletzt hier unterwegs waren, es sind immer noch wieder neue Einsatzorte hinzugekommen. Das finde ich eine sehr, sehr schöne Sache. Und wir fahren jetzt hier mit unserem THW-Fahrzeug. Mal schauen, was wir überhaupt machen sollen. Wieso? Ich glaube, die KI hat diesen Straßenzug hier als kürzesten Weg erkannt, obwohl wir vielleicht über die normale Straße schneller wären. Kann das sein? Und liebe Freunde vom THW, ihr müsst entschuldigen. Was ist das? Einmal, das müssen wir uns gleich mal anschauen. Liebe Freunde vom THW, ich würde gerne wissen, wie ist denn das eigentlich? Habt ihr Martinshorn und Blau... Also Blaulicht weiß ich ja, aber Martinshorn, und dürft das einsetzen? Wie ist denn das? Zählt ihr dann genauso als Retter, oder wie ist das? Was machen wir überhaupt? Ölspur. Oh, das passt ja sogar noch zum THW. Entschuldigung, ich meine das nicht böse, aber das sind ja so Sachen. Ich kann mich noch erinnern, als wir hier den großen Stromausfall hatten, war das THW hier zum Beispiel unterwegs und hat Generatoren aufgestellt, damit die Kühe gemolken werden können. Das kann man sich ja gar nicht vorstellen. Wir hatten hier zwei, drei Tage nach Kyrill hatten wir Stromausfall. Und ja, was machen die armen Kühe dann? Die müssen ja gemolken werden. Du kannst ja nicht 20, 30 Kühe... was jetzt unser Problem gewesen wäre. Kannst du ja nicht mit der Hand melken, ne? Das geht ja nicht. So. Ich trage hier meinen Sack vor mir her, wollte ich gerade sagen, aber das klingt ein bisschen falsch. Und dann machen wir mal hier so. Und so.
Sehr schön. Ich bin mir gar nicht sicher, gibt es jetzt auch noch die Möglichkeit zu sagen hier, dass die Feuerwehrleute dann so eine Garderoll-Uniform haben? Oder so? Das wäre natürlich auch cool. Da. So, ich wollte mal eben gucken hier. Irgendwas stimmt doch hier in diesem Haus nicht. Ich weiß nicht, ob das jetzt wieder das Reskin kommt, aber dieses Haus hat offenbar, da sieht man noch niemals die, also da sind die Alpha-Plan, die hängen da rum, aber das war's dann auch. Gut. Wir werden zum Hütchenspieler. Hätte man übrigens auch, glaube ich, so machen können, dass man die einzeln, also aufnimmt, oder? Also ich weiß nicht. Das wäre, glaube ich, so gerade noch gegangen. Jo. Fangen wir wieder rein. Wunderbar. Ja, aber ich finde, das kann sich sehen lassen. Ist natürlich schade. Vielleicht gibt es ja die Möglichkeit, so eine Mods zu kombinieren. Also einer, wo man vielleicht andere Einsatzwesten oder so bekommt, dass man beides hat. Also sowohl den Reskin von den Fahrzeugen. Ah, Moment, nein, ich wollte in diese alten Feuerwehrhäuser mal reingucken, ob sich da, weil irgendjemand hat mir mal geschrieben, ich soll da mal reingucken. Und wollte aber nicht sagen, warum ich das machen soll. Es ist, irgendwas ist hier. Hallo? Wir sind hier im Wunderland, glaube ich. Tja, gucken wir mal. Vielleicht kriegen wir noch einen anderen Einsatz, wo wir dann noch irgendwas anderes Neues sehen. Und eventuell haben wir da wirklich nochmal einen Drehleiterkorb-Fahrzeug-Einsatz. Da bin ich ja mal gespannt. Achtung, Brandschutz, Containerbrand, Einsatz für ELW, LF24, DLK2312, TLF1, RTW1, Erlenweg. Erlenweg! Ei, da gucken wir mal. So. Wie sind das eigentlich? Hat das THW auch wirklich dann Drehleitern? Ja, ne? Ich hatte ja irgendwo mal in einer der letzten Folgen mal so ein bisschen ganz kurz, wie soll ich sagen, angerissen, ne, die Verteilung von Drehleitern auf die Fläche und auf den Raum und auf die Kommunen und so. So. Dann schauen wir mal, was der Einsatzleiter zu sagen hat. Hallo. Hallo. Kommt nix. Ja, aber wie gesagt, Skin finde ich sehr schön gemacht. Übrigens, wenn ihr selber auch laden wollt, wie gesagt, in der Beschreibung, dann müsst ihr auf Anpassungen gehen und dann könnt ihr den Skin oben links Skin laden, dann aus dem Menü rausgehen und schon ist der im Spiel, auch wenn es zunächst so aussieht, als wäre das Spiel wieder zurück zum alten Skin gegangen. Er ist trotzdem drin, wenn ihr das Spiel ladet. So einfach ist das. Hätte ich auch nicht gedacht. Aber da sieht man, was man, also das ist ja quasi jetzt wie ein ganz anderes Spiel, ne? Also was man nur mit Skins machen kann und wie wichtig das Modding halt ist auch für andere Spiele, sollte man halt niemals vergessen. So. Fahre mit nach Einsatz. Ich frage mich immer noch, was so schwierig ist, da... Wie soll ich das nennen? Also komplett vollständig deutsche... Baukastensätze so vorzubereiten, dass sie inhaltlich und grammatikalisch auch korrekt sind. Aber ich glaube, das ist das kleinste Problem hier. Gay-Scheinsatz oder was? So. Mir gefällt es übrigens immer sehr gut, über rote Ampel zu fahren. Nicht, dass ich mir das dann irgendwann angewöhne im realen Leben. So, was haben wir hier vorne? Hier haben wir nämlich Eisenbahn, das ist ganz wichtig. Nein, die Eisenbahn brennt! Nein! Das geht ja gar nicht. Junge, 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 Junge. So, Polizei macht wieder dicht. Da kommt auch so der RTW. Der ist nicht geskinnt, aber zum Beispiel das Einsatzleiterfahrzeug ist auch geskinnt auf THW. Da bin ich mal gespannt. Ich weiß ja, dass wir viele THW-Leute, wie gesagt, in der Community haben. Wie seht ihr das? Ich meine, es gab ja auch den THW-Simulator, habe ich auch gespielt. Der war, glaube ich, auch von Kinetic. War der nicht auch von Kinetic? Ich kommentiere das jetzt mal nicht weiter. So, und was haben wir hier für eine Lok? Da gucken wir mal eben. Es müsste eine... Was macht... Ich will das mit dem Drehleiterkran machen. Gehe zum Schlauchende, jawohl. Wo auch immer das ist. Und dann muss ich das nehmen und dann geht es in den Drehleiterkran und dann kann ich da löschen. Oder wie? Oder was? Oder wo?
Warte auf, warte. Nein, nicht. Wer anders soll das nicht machen hier? Das will ich selber machen. Geh zu. Ja, wo denn? Hallo? Wo ist Schlauchende diese? Da hinten oder was? Jetzt aber. Weil der muss aber erstmal den Kran hier rausfahren, dass ich da auch rankomme. Und warum legen die die Schläuche irgendwie so ganz komisch da hinten? Ich muss die. Nicht, das sind ja die 268 da noch Feuer fängt. Und warum wird der Drehleiterkorb jetzt nicht schon längst ausgefahren? Damit der schon mal einsatzbereit. Und es ist alles geskinnt. Auch die Teile hier zu rausfahren, finde ich sehr gut. So, C-Schlauchende. Und du? Host Connection Local. Hallo, ich weiß nicht, was ich machen soll. Muss ich das auf der anderen Seite machen, oder was? Habe ich aber in der letzten Mission... Haben die das ja für mich fertig gemacht. So, hier ist... Das ist alles angeschlossen. Hydrant ist... Ah, hier. So, damit müssen wir hier jetzt die Drehleiter anschließen. Und dann müssen wir die nochmal anschließen. Und zwar... Wo? Ein Verteiler. Krass. Ja, brennt ganz gut. Ich krieg das hin. Ja. Jetzt kann der Kollege die Drehleiter rausfahren. Das knistert richtig. Und hier sehen wir 268, 27, 80. Was mich wieder an meine Modellbahn erinnert, aber da wird so viel nachgefragt, das ist so nervig, dass... So, au! Das geht aber nicht. So. Moment. Ich habe da was vergessen. Ich weiß nicht, ob dem einen oder anderen das vielleicht aufgefallen ist. Weil ohne, dass ich einen Schlauch jetzt dabei habe, mit dem ich löschen kann. Also, ich habe ja immer einen Schlauch dabei, verstehst du? Aber mit dem kann ich nicht löschen. Wo ist denn hier... Na gut, kann ich schon, aber es dürfte ein bisschen länger dauern. Wo ist es denn? Hallo? Gehe zu Hohlstrahlrohr. Das ist doch bestimmt irgendwie in dem Wagen drin, oder? Ja, da vorne ist es. Das hätte ich immer mal vorher machen können. Ich wusste das doch nicht vorher, sondern vorher, weil ich wusste das ja eigentlich schon. So, jetzt aber. So. Ja, und immer wieder haben Leute angemerkt, ja, das sieht ja alles sehr hübsch aus, aber das Feuer passt absolut nicht dazu. Das mag ja alles sein, aber es ist halt unheimlich schwierig, eben weil diese Feuersimulation in diesem Spiel so komplex ist, dass sie nicht einfach nur if so und so viel Feuer aufstelle, x zen gehe aus, besteht, sondern einfach auch wesentlich komplexer ist und das dann nur noch optisch aufzuarbeiten, glaube ich, ja, man könnte es besser machen, aber es ist halt nicht der Schwerpunkt hier, ne? Und von daher gesehen finde ich das jetzt eigentlich gar nicht so wild, dass man sich da jetzt so... Es gibt da wirklich Leute, die da wirklich sehr beleidigt auch sogar sind und das finde ich halt dann schon wieder ein bisschen albern. Also nach dem Motto, ah, wie kann man das einem denn zumuten und so, das ist... So sieht das doch gar nicht aus und so, ja. Dann programmier das mal selber, mach das doch mal selber dann. Wir haben ja da schon viele Spiele gesehen. Wir haben auch das bei den Feuersimulatoren von VES schon gesehen. Schade, dass die keine mehr machen, weil so Feuerwehr-Simulation fand ich halt auch sehr, sehr cool eigentlich. Dafür haben wir aber den Einsatzleiter übernommen von Feuerwehr-Simulation und von dem Flughafen-Feuerwehr-Simulator und Gewerbegebiet-Simulator. Wie hieß das Ding? Weiß ja schon gar nicht mehr.
Weil dann irgendwann kamen halt die BWL-Typen beim Publisher und haben dann angefangen, da rumzureden. So sah der letzte Teil zumindest aus. Ja. Was denkt ihr von den Skins? Und vielleicht möchte ja jemand auch mal einen Garderoll-Skin basteln und mir den zukommen lassen. Jedenfalls, ich finde das sehr cool, dass es, und das gibt es ja auch schon länger, ich weiß, seit einiger Zeit halt die Möglichkeit gibt, dann auch das hier zu skinnen und entsprechend anzupassen. Wurde ja auch vom Anfang an angekündigt, jetzt wird's, also was heißt jetzt, ne, das wird dann halt entsprechend nachgereicht. Ja, und hier die Kohle, die glimmt ganz schön vor sich hin, ganz schön lange. So lange, dass hier sogar wieder ein Feuer durchkommt. Ich frage mich, ob wir denn hier in irgendeinem anderen Winkel dann löschen müssen. Kann denn das THW überhaupt löschen? Tut es das? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Könnt ihr mir ja mal in die Kommentare schreiben. Bis dahin sage ich besten Dank fürs Zuschauen hier aus einer weiteren Folge von Notruf Einsatz 2, die Feuerwehrsimulation. Ich gehe jetzt erstmal was Leckeres zu essen machen. Hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder, dass du wieder dabei bist. Da würde ich mich sehr freuen. Und ja, bis dahin sage ich danke fürs Zuschauen und bin mal gespannt, was wir da noch so an Skins finden werden. Hier für Notruf 112, die Feuerwehrsimulation. Bis dahin besten Dank fürs Zuschauen und auf Wiedersehen.